Hey Leute, willkommen zurück zu Aria. Ja, schön, es geht weiter. Wir machen weiter mit Boone, nachdem wir letztes Mal im Haus der Selbstmörder waren. Oder so, sind wir wohl wieder hier im Krankenhaus, nehme ich einfach mal an. Also das war das Parkhaus. Und ja, ich entschuldige mich nochmal für den kurzen Part. Nein, ich habe nicht Lust. Also ich habe Bock auf das Spiel, natürlich. Das war echt so, ich hatte noch nicht so viel Zeit. Dieses Mal habe ich wieder Zeit, also gibt es ein bisschen längeren Part. Keine Sorge. Oh Gott, ein Rollstuhl. Ja, ja, ja. Oh. Oh, Kinderrollstühle. Ah, ah. Oh Gott, wenn ihr... Guck mal, ich weiß nicht, ob man es sieht. Wahrscheinlich nicht, weil die Kamera ist nicht so... Vor allem, wo kamen die eben her? Das Gänsehaut aus der Hölle, Leute, ich sag's euch. Ist das schon wieder... Oh, die Kannibalen des Jahres wahrscheinlich. Aber ja, wie gesagt, sie ist ja ganz manierlich und isst aus Schüsseln. Sie könnte auch aus Schädelknochen essen oder sowas. Trotzdem, man weiß nicht, was... Toilet! Na? Mach das ob. Ja, ich habe ja in einem letzten Part wegen Amnesia mal gefragt. Clam. Ach guck mal, da muss ich schon wieder diese Dinger... Oder? Das war seltsamerweise so ein bisschen gemischt, wurde das aufgenommen. Also viele sagten, ja cool, mach. Und einige sagten, aber nee, lass mal. Ah! Oh, nicht schon wieder diese... Scheiß. Upp. Ja, 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 willst du vielleicht einen Herzinfarkt kriegen, du... Oh ja, komm, stell am besten überall eine hin jetzt. Kinder, ich habe nicht gut geschlafen. Mein Herz ist sowieso schon ein bisschen überstrapaziert, ja. Und dann noch Poppen, Mann. Dann noch diese scheiß Poppen. Oh Gott, und überall, ne? Alles. Ah, ja, komm, alles. Jetzt müssten die sich nur noch bewegen und... Ah, Gott. Ah, ich will hier rauf. Ah, ja, 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 ja. Mach die scheiß Tür auf jetzt. Oh Gott, Kinder. Guck mal. Sieht man das? Das ist Gänsehaut. Meine Gänsehaut hat Gänsehaut. Und ich hab's sogar auf den Oberschenkeln. Boah, ist das... Also damit kannst du jetzt schon Holz schmirgeln, ich sag euch das. Das ist richtig widerlich. Oh. An sich sind Puppen ja nichts Schlimmes, ja. Die bewegen sich nicht und die können nicht irgendwie selber was Böses, aber allein schon, dass die so menschenähnlich aussehen in den meisten Fällen und das, ich weiß auch nicht, das ist immer, man assoziiert da immer andere Sachen mit und ich denke dann halt immer an irgendwas Böses. Weiß auch nicht, woher das kommt. Ja, ja, immer diese Sounds, wenn ich irgendwas aufnehme. Eine Karte von Shu, auf der steht, nutze diesen Schlüssel, um die Tür zu öffnen, um die zeremonielle Kerze zu bekommen. Warte mal, ich bin jetzt hier. Ich kann halt das nicht so ganz entziffern. Nee, ich bin das Männchen. Ach, keine Ahnung. Ich werde es schon finden. Nice. Ja, alles klar. Oh, mein Magen knurrt gerade ganz schön, merke ich. Ich könnte mal was essen. Auf der Insel habe ich eine Aussicht genossen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. In dieser Sicht war nichts außer nichts als Schönheit. Wunderbare Gärten, gefüllt mit eleganten Blumen und Bäumen mit saftigen Früchten, die das Land dekorierten. Am goldenen Strand, der die Insel umrahmte, gab es
Was? Wealthy Son. Ach so, sah der wohlhabende Sohn eine Frau tanzen. Was? Die tanzende Figur oder die tanzende Gestalt war gekleidet in bunte, schillernde Farben und das Haar der Frau war dekoriert mit einer Lotusblume. Und machte ihr Äußeres zu etwas ganz Besonderem, das er noch nie zuvor gesehen hatte. Ja, oder so in der Art, keine Ahnung. Das scheint irgendeine Erzählung zu sein. Weiß halt noch nicht welche. Kenne ich nicht. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn man durch so Spiele so ein bisschen über Folklore dann erfährt. Auch wenn es nicht explizit erwähnt wird. Aber in Project Zero zum Beispiel fand ich das immer sehr schön. Habe ich da jetzt her? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich will auf jeden Fall nicht wieder zu den Puppen. Bitte nicht. Was? What the fuck? Oh! Oh! Wo habe ich mich denn jetzt schon wieder hinge... Das war wieder diese Echse. Wow. Da sind überall Echsen... Wow. Da ist mir ja ganz am Anfang eine ins Gesicht gesprungen. Haben die sich... Das sind irgendwelche Magersüchtigen, die sich CDs in den Kopf gehauen haben. Die wunderschöne Insel war aber nicht das Paradies, das sie zu sein schien. Das Land war ein unheiliger Ort, der für die gedacht war, die Sünden begangen hatten und gegen ihre Eltern, und zwar sie ihnen Leid zugefügt haben oder sie getötet haben. Oha. Warum sollte man denn auf so eine schöne Insel kommen, wenn man seine Eltern umgebracht hat oder ihnen wehgetan hat? Strafe. Doofen Geckos. Nee. Alter! Alter, das wird ja immer krasser. Ich dachte mit den Geistern, das war's schon. Jetzt kommt so ein riesiges Vieh. Oh Gott, Leute, ich kann nicht mehr, ne? Ich hab halt eh so einen schreckhaften. Ich weiß auch nicht, warum. Kinder, ich krieg gleich einen Anfall, ne? Ich schrei gleich los. Ich hab, gerade wenn man nicht viel schläft, ihr kennt das vielleicht. Oh, ich habe hier mal Gänsehaut, Mann. Ich traue mich nicht. Oh, wie lange geht das Video? Oh, das ist doch viel zu kurz. Es tut mir leid. Wenn ich jetzt so ein bisschen wie so eine Muschi hier rummache, aber. Oh, Kinder! Ich weine gleich, ne? Oh, Scheiße, Mann! Was macht ihr denn? Was ist das Spiel so ein Arsch? Warum bewegt sich die Kamera manchmal einfach so? Oh nein, bitte nicht. Die Sounds kenne ich doch, die sind aus Amnesia. Leute, was zur Hölle? Ja, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Oh, ja, so, ja, sind alle weg. Ja. Na dann. Wie dieses Spiel, ne?
Ganz ehrlich, es ist besser, als ich es mir ausgemalt hätte, als ich es mir zu träumen gewagt hätte sogar. Und das wird schon einiges heißen. Boah, das ist so gruselig. Verdammt nochmal. Es ist nicht nur Jumpscare, es ist gruselig. Alter Schwede. Ei, doofen Geckos. Hoffentlich springt ihr mir nicht wieder ins Gesicht, ne? Oh, Kerl, mir ist schlecht. Ah, ich krieg, glaube ich krieg Durchfall, Mann. Ach, schon wieder. Nur wegen dem Spiel. Nein, ist nur Spaß. Nein, nicht, dass ihr denkt, mir geht es dadurch schlecht durch das Spiel. Nein, ganz und gar nicht. Oh, das nimmt mich heute irgendwie nur so ein bisschen mit, weil ich ein bisschen durch den Wind bin wieder mal. Oh! Oh nein! Spring doch! Oh, was da? Oh, das ist so ein Gollum! Oh, Scheiße. Ah! Ich kann... Okay, um ehrlich zu sein, ich wollte was fürs Thumbnail haben, ja. Gebe ich zu. Also, immer ja ein Safe Point. Ich weiß nicht, wohin mit den Händen gerade. Ah! Ist das eine Drecksau, oder? Aber diesmal mache ich aber schnell, dann habe ich einen Vorsprung. Komm, los, 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 los. Der alte Edgar, wie er mich verfolgt, ne? Oh. Oh nein, da kommt noch einer. Was ist das für ein Kerl? Warum kommt der auf einmal hinter mir her, Mann? Das ist neu, das Vieh. Ich frage mich, was das für einen Ursprung hat. Oh, haha. Ist da nicht noch was? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, oh Gott. Oh shit! Oh. Ja, lach doch! Mach doch nicht sowas mit mir! Oh Gott! Kapitel 7, Marisa! Die Plunz ist wieder dran. Ich habe meinen Monitor angespockt schon wieder. Oh. Oh. Bräuchte eigentlich mehr als nur Wasser. Oh. Mir geht's gut. Euch auch? Alles gut, ja? Das ist schön. Oh. Herrlich. Herrlich. Ich hab kein Handy, was? I need to get out of here. This place is too dangerous. Ach, das hast du... Erst nach dem 7. Kapitel gemerkt. Ernsthaft, ja? Oder nach dem 6. meine ich. Escape from this place. Oh. Oh. Leute, ich kann nur einen Part auf. Ich wollte eigentlich mal wieder eine Session. Es geht nicht mehr. Heute ist genug, ja? Heute ist wirklich genug, Mann. Ja. 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 Mhm, die fallen jetzt. Ja, komm. Mach's kurz und schmerzhaft. Oh. Ist es eigentlich so schlimm, wenn die Parts so kurz sind? Jetzt mal ernsthaft. Ich meine, es ist doch komprimierter Horror. Also ich meine, wollt ihr euch da wirklich längere Parts angucken? Nimmt euch das denn Spaß? Also jetzt mal wirklich so ganz. Feedback-mäßig, das ist jetzt kein Mecker-Mecker, ne? Ihr wisst. Was zur Hölle? Was? Da war doch gar nichts, hat nur gerappelt. Weil dann würde ich den Part jetzt auch nicht so lange machen, ehrlich gesagt, weil meiner Meinung nach ist genug passiert, um es zu rechtfertigen, dass es nicht so lang ist. Ich sag mal, bis zum nächsten Checkpoint.
Bis zum nächsten Safe Point. Das ist gut. Je nachdem, wie lange der dauert. Wenn es über 20 Minuten sind, bitteschön. Wenn nicht, dann nicht. Kann man mal machen, ne? Ja. Kommt mir gerade so ein bisschen vor wie in Stairs. Kennt ihr das noch? Ja. An sich unspektakulär, aber irgendwie... Hallo! Das meine ich, dieser Mindfuck. Die ganze Zeit diese Geräusche. Information. Ja, ich hätte auch gerne mal die Information. Wenn mich hier veralbern will. Hello. It is me. Marisa. Hello from the other side. Sieh doch wieder. Da war wieder Aria. Sau dunkel, aber die Silhouette kenne ich mittlerweile. Boah, das hört sich aber nicht gut an, der Stuhlgang. Ist aber auch nicht Backsteine gepresst, oder? Man weiß ja nicht. Man fragt ja mal nach, ne? Man ist ja höflich. Oh ja, da hatte jemand Stuhlgang. Toilettengang. Ich finde es halt auch krass, dass sich die ganzen Dinger pro, also je nach Person so unterscheiden, einfach von den Erschreckern oder von den. Wait, Aria! Mach das doch nicht. Lauf ihr doch nicht nach. Guck mal, wie die schon aussieht. Who did this to you? Die sieht doch schon so verkretzt aus. Du kannst doch nicht. Blöde. Oh, die verarscht mich. Dir ist doch klar, dass die eine Zombie-Braut ist, Mensch. Die ist doch nicht mehr am Leben. Das haben wir doch schon. Oh. Klettern hast du auch nichts gehört, oder? Darf ich ran, oder? Guck mal, also komm. Da könntest du dich locker durchquetschen, Mädchen. Kann sie nicht. Ach Leute, komm, wir machen mal hier Schluss. Ich weiß, letzter Checkpoint ist ein bisschen hin oder her. Aber ja, ich kann jetzt nicht mehr. Ich bin fertig mit den Nerven. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Wie gesagt, ich finde es okay so. Schreibt mir mal, was ihr dazu denkt. Würde mich wirklich mal interessieren. Horror ein bisschen kürzer, andere Sachen mit Geschichte ein bisschen länger. So sehe ich das zumindest. Weil abgeknapst werden bei einer spannenden Geschichte finde ich jetzt ein bisschen blöder, als wenn man bei was einen erschreckt. Dann zu lange erschreckt wird, dann geht auch ein bisschen der Reiz verloren daran. Alles klar, danke fürs Zusehen, wir sehen uns wieder zu Aria. Bis dann.